Servus und Hallo, sagt der DJ Nick, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier mit mir dabei seid im Mittelalter, wenn es wieder weitergeht, unsere, naja, Dynastie, ne? Unser Dorf, unser wie auch immer aufzubauen. Und mit einem schönen Blick in dieses prasselnde Feuer, was übrigens, finde ich, gerade, was mir auffällt, grafisch wirklich cool ausschaut, beginnen wir unser neues Abenteuer. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ja, wir müssen auf Wanderschaft gehen. Genau das werden wir tun. Es gibt so ein paar Sachen, die ich noch überprüfen wollte, bevor wir das tun. Und dann machen wir uns aber gleich auf den Weg, weil es ist recht früh. Ganz kurz, der Plan schaut folgendermaßen aus. Ich habe mir schon so ein bisschen was zurechtgelegt. Also wir müssen auf alle Fälle nach Branica, denn da kriegen wir eventuell angeblich, habe ich rausgefunden, unseren Leinensamen, den wir brauchen für unsere Nähgeschichte. Und auf diesem Weg dahin werden wir eventuell die große Runde machen und dann auch bei diesem komischen, ja, diesen Unighost-Quest mal wieder machen, damit wir wieder ein bisschen mehr Reputation kriegen. Hier dieses, er mit seinem Schmarrn da. Es ist ja eigentlich nicht der Unighost, oder? Wie heißt der da oben nochmal? Naja, ist ja auch wurscht. Dem da drum, da ist Sambor, da steht ja, sprich mit Sambor. Dem Typen da oben diese Dinger bringen, ja, das kann man im Vorbeigehen dann nochmal machen. Und ja, mehr steht jetzt im Moment noch nicht an. Jetzt muss ich gerade überlegen, irgendwelche bestimmten Dinge. Ich möchte alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist zum Verkaufen, damit wir einfach auch ein bisschen Umsatz machen. Steinmesser haben wir ja schon da. Und brauche wieder Geld, weil Ende des Jahres, wenn der Herbst vorbei ist, beziehungsweise der Winter, steht ja auch wieder die Steuer an. Und wir wollen ja auch noch Leute rekrutieren, ne? Für unsere schöne Näherei, die wir hergestellt haben, brauchen wir ja jemand. Und wir brauchen noch jemand als Ersatz für unsere Frau, die bald schwanger ist oder beziehungsweise gebären wird und dann erstmal aussteigt. Das ist also so vom Programm vorgesehen, dass die erst einmal aussteigt dann und erstmal nichts macht, finde ich ja gut so. Ist ja auch realitätsnah. So, was ich aber jetzt zuerst einmal schnell nachschauen wollte, ist hier Kohl. Genau, Kohl haben wir jede Menge. Das heißt, also wir nehmen 20 Kohl einmal mit für den Pappenheimer da drum. Ich hoffe, dass ihm die Qualität reicht. Das ist mir dann eigentlich in dem Sinn auch wurscht. Da haben wir noch Kupferpfeile, sehr schön. Denn ja, auch diese Jagdgeschichte steht ja noch aus. Rote Beete, Zwiebel, Karotten werden wir wohl oder übel kaufen müssen, weil bis wir die Karotten selber angebaut haben, wird noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass der das macht. Ah ja, er ist gut am Kohl ernten und säen und so weiter. Gut, dann machst du hoffentlich das hier auch, oder? Mit den Karotten. Säckchen, Samen. Samen haben wir und Säckchen solltest du eigentlich auch haben. Samen liegen im Materiallager. Ne? Alles klar, gut. Kommst du weit zurecht. Wunderbar. Ja, dann, was mir noch aufgefallen ist, wir haben keinen Trinkschlauch mehr. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir mal einen hatten. Das heißt also, auch den muss man, glaube ich, jedes Mal, wenn er leer ist, wieder neu herstellen. Okay, ich denke, wir werden es auch ohne Trinksamen, ohne Trinkschlauch schaffen, denn wir kommen ja eh immer am Fluss vorbei. Also das sollte jetzt kein Problem sei. Jetzt schaue ich mal, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen können. Wir haben brutal viele Holzschalen, die könnten wir mal verkaufen. Weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich nicht viel Geld geben, aber nehmen wir mal das Kleinzeugsel jetzt mit. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel verkaufe, aber das ist dann wurscht. Holzstämme, das heben wir alles auf. Da haben wir eine Karotte, die nehmen wir auch gleich mit. Das brauchen wir alles. Seltsame Holzriechen habe ich noch nie gebraucht, kann man auch nicht verschenken, nehmen wir mit, bringen auch Geld. Da haben wir einen Trinkschlauch. Oh, sehr schön. Den nehmen wir mit. Ich finde einen Trinkschlauch auch, weil wir ständig an irgendwelchen Flüssen vorbeikommen, gehört irgendwie zur Ausrüstung. Da muss man jetzt gleich mal schauen. Zwiebelsamen, es ist alles da. Okay, da nehmen wir sonst nichts mit. Einfache Säckchen sind auch da. Es ist eigentlich im Moment alles da, was die Leute doch brauchen. Oder Hacken, Hammer, wunderbar. Holzschaufel, alles ist da, was die Äxte, Sichel, wunderbar. Sehr gut. Also die Leute sind ausgerüstet. Jetzt mal ganz kurz müssen wir schauen, was meckert denn er da oben schon wieder? Wo hapert es denn? Ja, die Näherei hat keine Mitarbeiterin, das wissen wir. Und in der Scheune fällt wahrscheinlich wieder das Material. Habe ich mir schon gedacht. Das machen wir jetzt mal weg.
Du machst mir jetzt nur Tonbewurf. Das ändern wir später wieder. So, damit er nicht an. Da, er hat immer noch kein Material, aber das suche ich die. Den Dünger, das mit dem Dung, das machen wir selber aus unserem Komposting. Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir vielleicht da mehrere aufstellen sollten. Das eigentlich nicht. Genau, das soll hier drin einmal verdorben. Das haben wir schon einigermaßen genau. Genau, und dadurch können wir eben Dünger herstellen. Wunderbar, das müssen wir aber anscheinend ja selber machen. Gut, ist noch nicht vonnöten. Und damit, denke ich, gehen wir uns auf. Ne, halt, Moment, Trinkschlauch. Genau, das war's. Das war doch noch. Den können wir ja hoffentlich jetzt. Das bin ich jetzt mal gespannt. Schauen wir mal schnell ganz kurz. Trinkschlauch. Nehme ich in die Hand. 6. So, und dann. Trinkschlauch auffüllen. Wunderbar. So, perfekt. Haben wir das auch? Dann haben wir einen Trinkschlauch, hoffentlich mit Wasser. Wunderbar. Haben wir auch was zum Trinken. Den blöden Eimer hätten wir jetzt eigentlich nicht braucht. Den schmeißen wir wieder raus, denn möchten wir was anderes machen. Eimer mit Wasser brauchen wir nicht. Hauen wir raus. Hier. Also wir haben ja, wisst ihr was, wir nehmen Fleisch mit. Können wir das verkaufen? Das können wir verkaufen. Das ganze Fleisch mit. Das ist ein bisschen ruhig. Ist. Ah, wir sind halt elends langsam. Das mache ich jetzt trotzdem. Bis nach Venica, das ist unser erster Zwischenstopp, mache ich das jetzt. Jetzt nochmal überlegen, haben wir alles? Ja, Mist, wir werden alles verkaufen, was jetzt nicht und nagelfest ist, werden dort dann schauen. Ja, wir sind schon sehr langsam unterwegs. Ja, das macht jetzt nichts. Das will ich jetzt in Kauf nehmen. Ist ja nicht weit. 280 Meter gehen wir einmal ein bisschen langsamer lang. Stöcken fürs Feuer sammeln wir uns dann, hätte ich gesagt, selber. Machen wir dann später, wenn wir das Zeug los sind. Ja, er ist halt wirklich langsam, gell? Aber das macht ja nichts. Genießen wir mal ein bisschen die Natur und den Herbstwind im Haar. Na, sammeln der mal jetzt nichts mehr. Wir können ja eh noch kaum was dran. Also nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was alles als Aufgabe ansteht. Wir verkaufen unser Zeug, das ist mir das Wichtigste. Wir werden immer sauer. Nein, geh weg. Ich will nichts von dir. Wir verkaufen unser Zeug, wir. Ja, sauber, okay. Wir verkaufen unser Zeug. Wir brauchen eine Näherin. Wir brauchen Ersatz für unsere Frau als Wasserträgerin. Also, und es muss ein Pärchen sein, sonst haben wir nämlich keinen Platz. Also Männlein und Weiblein. Ja, müssen wir mal schauen. Dann müssen wir das Gemüse kaufen für den Sambor da oben. Das steht noch an. Und vielleicht, wenn wir daran denken, auf dem Rückweg, auf dem letzten Rückweg, sollte man dann ja auch leer sein, tragen können, vielleicht noch eine Runde Leinsamen würde man kaufen, vielleicht noch eine Runde Stroh mitnehmen, wieder vom Fluss und dann müssen wir den nämlich nicht sammeln und dann können wir den bei uns aus der Sammelbox rausnehmen. So, grüß Gott, Servus, ich habe mich hergeschleppt. Gibt es hier irgendwo einen Tandler, wo man unser soll verkaufen können. Was mit dir? Wie da? Angelplätze und Pilzgründe zu Have a finden. good Brauchen wir day. gerade nicht. So in Sachen Produktion. Ist eigentlich ja, ärgert mich immer. Können die nicht einfach sagen, ich kann nähen und kochen. Und gut, Pilze suchen und so weiter, das ist jetzt noch klar, aber alles andere ist manchmal so ein bisschen mysteriös formuliert. So, da ist doch unsere Nähtante. Genau, Mathilda, Hallo grüß da. dich noch. So, jetzt werden wir erst einmal verkaufen. Ach so, Moment einmal. Zeig mir Best deine goods Waren. in the So, valley. kaufst du das Fleisch? Kaufst du uns das ab? Komm, das werden wir jetzt los. Das wiegt nämlich.
Ja, 213 Silberlinge. Wunderbar. Dann haben wir hier ein paar Holzriechen. Das wäre doch was für dich. Ah, nehmen wir auch. Dann haben wir hier jede Menge Steinmesser. Wenn wir uns brauchen, machen wir es uns selber. Sehr schön, weg damit. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Holzschalen. Schaut's denn aus? Du brauchst doch bestimmt jede Menge Holzschalen. Okay, die geben aber nicht viel. So, auch mal los. Was haben wir? 2248. Na, immerhin. Noch irgendwas? Nein. Fackeln, die brauchen wir. Karottengut, das brauchen wir auch. Steinmesser und so weiter brauchen wir alles. Alles klar. Kuppeile brauchen wir auch für die größeren Viecher. Gut. Achso, genau. Und was hast du zu kaufen? Also du hast ja nur das Stoffzeug. GHKL, Knie, Leinengarn. Leinengarn hat sie. Aber den würde ich halt gern selber herstellen, weil der, wie man schon sehen, brutal teuer ist. Sattel, Satteltaschen, alles nicht interessant. Kann einem Kleinkind geschenkt werden. Tunika, Hammer, alles, Wollstrumpfhose. Kälteschutz, Hitzeschutz, ja. Wenn es einmal kurz ausgeht, wie das mit den, weiß ja nicht, müssen wir eigentlich unsere Leute auch einrichten? Nö, ich glaube nicht, oder? Einfach ein kleiner Rucksack. Plus 10. Großer Rucksack plus 20. Wir haben den großen, glaube ich, gell? Ja. Gut. Plus 45 Kilo. Ach, der kostet aber viel. Das will ich mal jetzt nicht. Okay, haben wir leider noch nicht mehr Geld. Aber wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Wunderbar. Das war das Ziel. Danke, Mathilda. See you soon. Ja, wir sehen uns bald. Ciao. Und jetzt schauen wir mal, ist hier noch jemand, der arbeiten kann? Wie schaut es denn aus? Hey, Ladies. Die Huberta. Hi Ja, Huberta Christina. Und alles klar bei dir. Ich war schon immer eine Naturgewalt. Was auch immer im Wege steht, ich hau es um und grabe es aus. Gib mir nur das richtige Werkzeug. Okay. Eindeutig eine, ja, eben diesen, die macht diesen Produktionsding. Da sind wir aber bestens ausgerüstet. Das wäre dann für den Grabungsschuppen. Jawohl, da hätten wir den Harald, der hat nur zwei. Schauen wir mal, Harald, kannst du noch was anderes auch? Nein. Ach. Aber der wäre in der Produktion 2, wäre das was für Näherin? Da hätte ich schon ganz gern jemand mit 3. Blöd. Also der Harald, das ist ja irgendwie gar keiner. Können wir den eigentlich rausschmeißen? Habe ich dem seine Behausung weggenommen. Tut mir wahnsinnig leid, Harald. Entschuldigung. Aber die Leute selber können wir die eigentlich, ich weiß das gar nicht, können wir eigentlich Leute, Dorfbewohner sortieren, Kategorien abschließen, entfernen, Details anzeigen, also können wir eigentlich einen Dorfbewohner rausschmeißen? Das geht gar nicht, oder? Geht das irgendwie? Also da wäre ich mal um einen Tipp von euch dankbar. Wir haben noch ein Preishaus. Ach, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Bedeutet das eigentlich nur, dass ich immer zwei? Ja, diese Bertha, diese Jägerin mit Wert 1, also eine neue Jägerin braucht man eigentlich auch. Und dann, also, alles nur ein bisschen schwierig. Okay,
Haben wir hier jemand zufälligerweise da? Kochtopf, die Köchin, hast du für uns ein bisschen Gemüse? Sag mal, jetzt haben wir ja ein bisschen Geld. Best goods in the valley. Ja, grüß dich. Schauen wir mal, braucht man Karotten, 7 Stück. Okay, nehmen wir mit. Was kosten die? Oh. Okay, Kohl haben wir schon. Dann brauchen wir rote Beete, 6 Stück nehmen wir auch mit. Und Zwiebel brauchen wir noch. So, 8 Stück nehmen wir auch mit. Dann hätten wir schon mal einen Teil. Dankeschön. See you soon. Ja. Da, wo steht's? Da steht's rechts. Steht's ja eh. Oh, rangt noch nicht. Okay, gut. Alles klar. Sehr schön. Mitarbeiter haben wir gar nicht gefunden. Gut. Dann würde es jetzt weitergehen nach Tutki. Wäre unser nächstes Reiseziel. Wie viel Uhr ist es? Mittag. Wunderbar. Gut, da können wir zwischendrin auch dann was trinken und ich würde sagen, wir gehen zum Jagen. Wir kaufen jetzt gar nichts zum Essen. Haben wir sonst noch einen Händler? Hier, aber die hatte. Jetzt muss ich echt nochmal nachschauen, weil Hail, Mathilda. friend. Sorry, Best dass ich dich goods jetzt in nochmal the störe, valley. Mathilda. Nein, Leinensamen hattest du eben keinen. Have a Genau. good Okay. day. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Oh, Schweinestall. Ja, gut. Gut. Und sonst gab es hier nur die. Naja, schauen wir mal, ob wir Besseres finden. Alles klar. Ein bisschen jagen, damit wir was zum Essen haben. Und dann geht's ab nach Tutki. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dann hofft man, dass wir da auch noch ein bisschen Gemüse kriegen. Tragen uns nicht mehr schwer, können also wieder vernünftig laufen, wo jetzt auch nicht die ganze Zeit sprinten. Da jagen wir die Viecher. Und vielleicht, ah ja, genau, wie viele Stöcken haben wir? Gar keine. Dass wir mal ein paar Stöcken mitnehmen unterwegs, damit wir nachher Feuer machen können. Ich glaube, Messer, Steinmesser geht uns auch bald kaputt. Oh, was haben wir denn da? Sehr schön. Oh, geil. Super. Eine Bronzeaxt. Das ist doch. Und Käse. Gibt 65 Nahrung. Na super, dann müssten wir jetzt ja nicht einmal jagen, oder? Wölfe. Zwischenspeichern. Wo haben wir den unteren? Nein, wir hatten doch Kupferpfeile. Und sicherheitshalber. Naja, ist schon recht. Ich gehe die aus dem Weg. So, wir haben 16 Stück mal für das Feuer und sind das? Oh, Biber. Nein, ich bin schon der Schocker. Wölfe? Nein. Oh. Ja, wir laufen doch einmal ein bisschen. Ist vielleicht gescheiter, wenn wir doch einmal sprinten. Einfach zum Warm werden. Ne? So, wie schaut's denn aus? Tutki, da unten steht's ja. Sehr gut, weiter geht's. Jetzt regnet es auch noch. Mann, wir haben echt ein Pech mit dem Wetter. Ah, übrigens, ich wollte das. Na, Tutki, da geht's lang. Ich wollte das auch mit der. Einfach jetzt mit den Klamotten machen. Ich habe mir das gestern nochmal überlegt. Vor allen Dingen kann man die Klamotten gut verkaufen. Also ich denke, dass wir sicher weiß ich es noch nicht. Oh ja, Apfel auch gut, haben wir ein bisschen was zum Essen. Zum Käse ein bisschen Apfel ist doch wunderbar. Was haben wir da noch? Oh, Wollstoff. Bronzeschuhschere. Oh, sehr gut. Sag ich mal. Bronzeschuhschere kann man entweder verkaufen oder mal aufheben. Gehe mal schwer davon aus, kann man dann Wolle damit machen. Ne? Wird am Amboss in der Schmiede hergestellt, wird verwendet, um Wolle von Schafen zu scheren. Ja, macht irgendwie Sinn. Gell? Was sonst ein interessantes? Nein.
scheint nicht gut. Dann kurzen Schluck nehmen, wenn wir schon da sind. Wunderbar. Dann 3 Äpfelchen, 4 Äpfelchen, so sind wir wieder fit. Weiter geht's nach Tutki. Irgendwie habe ich jetzt den Gedanken verloren, gell? Ja. Seht es mir nach. Einmal bin ich so voll im Kopf mit tollen Dingen. Ja, ich finde jetzt cool, dass wir den Käse gefunden haben, weil dadurch müssten wir jetzt eigentlich mal nicht jagen. Und immer Fleisch essen ist eh ungesund. Tutki, wir kommen. Da sehe ich schon die ersten Häuser. Sehr schön. Haben wir, wie viel Uhr ist denn? Ah, 3 Nachmittag. Super. Okay. Grüß Gott, Herr Fuhrmann. Tutki. Ach, geh, so ein cooles Schild hätte ich auch mal ganz gern für unser Dorf. Ich würde mir mal so einen Namen einfallen lassen. So, ihr lieben Leute, hallo. Oh, da gibt's Esel. Ach komm. Und der Koster? Ohlen, Weibchen. Ui, die sind aber toll. Grüß dich nachher. Amanda, zeig einmal, was hast du denn? Da war mal ein Sattel abbrauchen. Oh Gott, der kostet auch schon 700. Und Tierfutter brauchen wir dann auch dazu. Das kostet auch jede Menge. Ach du meine Güte. 3.700. Okay, das ist noch fern allen dem, was wir Geld haben. So, wer bist denn du? Ludgarda. Ja, hallo. Wie, was brauchst du nicht abwinken? Ja, ja, erst bist du geboren. Tralala, tralala. Kannst du gar mit bloß eine einfache, harte Arbeit. Das ist jetzt wieder das, ich meine, jetzt seid ihr mir nicht besser, wenn ich da jetzt nachschaue in der Verwaltung. Einfache, harte Arbeit, das kann alles sein. Entweder herstellen oder abbauen oder was soll ich mit so einer Aussage? Gut, vielleicht keine Feldarbeit, aber alles andere wäre möglich. Einfache, harte Arbeit heißt, die ist in der Produktion gut, oder wie? Ey, Wahnsinn, echt. Was soll ich denn damit aufbauen? Wir müssen das einmal ändern mit dieser Jägerin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Müsst man von mir aus diese Kunigunda als Jägerin machen und dann die, ja, die Bertha, die kann ja eigentlich gar nicht vor. Nur diese beiden Sachen, die wir noch nicht bedienen mit dem Fischen, sie wäre mal eine gute Fischerin, ja. Oder zumindest oder als Bergarbeiter eigentlich. Ja. Tauschen mit dem Harald. Ja. Schaut's aus. Eigentlich müssten wir mit dem Harald tauschen. Harald macht Grabungsschuppen. Macht eigentlich mehr Sinn. Harald, geh du mal raus. Machen wir ganz kurze Pause. Also wir haben den Harald habe ich rausgeschmissen. Genau, jetzt müssen wir die Bertha, Moment mal, das war auf der Jagdhütte. Bertha weist man auch raus. Dafür kommt jetzt Harald rein. Und so. Wo fällt uns jetzt jemand? Die Bertha war wo, was sie nicht kann beim Jagen. Ne, haben wir jetzt schon. Seht ihr, jetzt habe ich es voll vergessen. Der Harald war im Grabungsschuppen. Genau. Dann hauen wir meistens da jetzt die Bertha rein. Immerhin. Ja, dann haben wir jetzt einen Punkt besser gemacht. Ja, ist besser so als anders. Okay, gut. Wer meckert da?
kein Material, weil wir keine Eimer haben. Interessiert mich gerade nicht. Scheune hat wie immer kein Material. Warum, was fehlt dem? Bombewurf, ja, weil die vom, mit dem Sammeln nicht hinterherkommen. Grabungsschuppen. Ja, weil da jetzt jemand gefällt hat. Also, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Stroh weg, Kalkstein weg. Ton braucht man, weil man Tonbewurf hat. Steine brauchen wir eigentlich auch. Ton, mehr Ton, Leute. So. Damit wir mit unserem Tonbewurf noch ein bisschen weiterkommen, wenn dann alle mal Ton beworfen sind, sozusagen. Die heißt ja dann langt Stein, alles klar. Gut, Stein muss auch sein. Stein muss sein. Gut. Jetzt waren wir hier bei der Ludgarda. Naja, das war jetzt, ja, genau. Na, ich würde mir eigentlich ganz gern schon gern eine spezifische Näherin, wenn es das gibt. So, die können wir aber gar nicht. Weil die Rest hier das Stroh. Schaut es denn bei euch aus? Seid ihr. Kann man euch. Nein, die kommen nicht. Dann alle vergeben. Ah, sie? Das gleiche. Hast du mit was Schwierigkeiten? Ungeduldig für Feldarbeit. Okay. Wilburga. Okay, woran bist du besonders begabt? Eine zuverlässige Freundin, die außerdem ordentlich mit anpackt. Es ist leicht für mich, das Vertrauen anderer zu gewinnen. Was soll ich damit anfangen? Kannst du nicht einfach sagen, hey Mann, ich kann total gut nähen. Also, das gibt's ja nicht. Okay, gut. Ein Quest haben wir hier jetzt auch nicht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, machen wir uns jetzt mal endlich auf den Weg nach Branica, weiter unser Obst und Gemüse auffüllen und schauen, ob wir da jetzt endlich diesen Leinsamen kriegen. Wie viel Uhr ist denn? 4 Nachmittag? Ja, müssten wir jetzt wahrscheinlich eh irgendwann 360. Das dann einfach raus hier und lasst euch mal hier sitzen, Leute. Hier mal Querfeld ein. Entschuldigung. Since before you could walk. Nein, alles das können wir selber. Suchst du einen Job? Nein, auch nicht. Okay. Jagdgebiet Lux. Wäre mir ganz cool, wenn man irgendwie Jagdgebiet Wiesent oder so. Da ist er schon weggelaufen, der Lux. Panik ergriffen. Oh, da liegt wieder Wagen. Interessant. Wäre natürlich cool. Fleisch. Na, das nehme ich jetzt nicht. Sonst aber so Wollstoff nehmen wir schon mal mit. Geld mitnehmen. Was? Geht's? Meter schafft man noch. Runterfallen oder am Fußbrecher. Irgendwie so eine Geschichten auch noch. Ah, das haben wir schon da. Gut. Branica, wir sind da. Okay, wo wir jetzt auch so ein Schüttel haben. Naja, gut. So, ist sie das? Lubomira, jetzt schauen wir mal. Hallo, grüß dich. Alles okay bei mir, bei dir auch?
Leinengarn hat die, aber die hat kein Leinensamen. Das gibt's doch nicht. Ah. Aus Flachshalmen dient der Herstellung Leinenstoff aus dem. Ja, das ist schon klar, aber. Flachshalme hat sie auch. Ja, also Handwerk wird aus Flachs, genau, und den Flachs, also eine Getreidesommer wird im Sommer geerntet. Wie? Das heißt, wir brauchen einfach Flachssamen, aber die gibt es ja nicht, oder? Ich glaube, das sind eben Leinensamen. Okay, vielleicht bist du auch nur die. Have a good day. Servus, vielleicht bist du auch nur die. Gibt nur die zwei Händler oder so, wie es ausschaut. Ja, aber eher der Ding, er wird ja bestimmt kein New color. Leinensamen, Hello there. oder? My wares never disappoint. War mir Have a klar. good day. Also, vielleicht habt ihr eine Idee. Sorry, ich hänge ein bisschen in der Luft, weiß ich jetzt echt nicht. Flachssamen, Leinensamen. Frage nochmal nach, vielleicht habe ich es einfach nur My wares übersehen, never mache ich auch mal ganz disappoint. gern. Alles nix. Ja, das, also Flachs, genau. Nochmal. Dreschboden wird auf dem Dreschboden der Scheune zu Leinensamen und Flachshalmen verarbeitet. Aha. Also, aus Flachs wird Leinensamen und Flachshalme. Aber wo kriegen wir die? Es ist ja eine Getreidesorte, Flachs, die ich anbauen kann. Das heißt, es müsste ja auch Flachssamen geben, oder? Das macht ja Sinn. Also, ich nehme den jetzt mal sicherheitshalber mit. Zwar komplett. Dann haben wir zumindest, können wir dann selber Flachs. Leinensamen machen. Leinsamen. Aber Leinsamen hat sie auch einen Garn. Aber hat sie eben Korn. Okay, See you gut. soon. Da müssen wir mal schauen, ob wir bei irgendeinem Dantler, irgendeinem Händler nur Leinsamen bekommen. Gut, wie schaut es aus? Ildefonsa, grüß dich nachher, was beschäftigt dich? Woran bist du begabt? Okay, du bist also eine Feldarbeiterin. Ohne unsere Ernte, okay, gut, Futter für Tiere und so weiter ist klar, du bist also ganz Hello, klar eine friend. Feldarbeiterin, grüß dich nachher. Was beschäftigt dich so? Wenn mich meine Arbeit behindert? Lärm bremst mich ein, Kälte lässt mich niesen. Ja. Und was kannst du so? Ich kann außerordentlich mit anpacken. Kruzifix, was soll ich damit anfangen? Okay, gut. Have a good day. Ja. Ich zögere noch etwas mit dem Einstellen. Ich meine, wir kommen jetzt noch bei ein paar Dörfern vorbei. Wir werden jetzt noch nach Branica logischerweise wandern, weil es auf dem Weg liegt. Und jetzt hoffe ich, dass wir da das restliche Obst bekommen. Ansonsten müssen wir einmal runterraufen. Also auf dem Weg zu unserem Sambor. Jetzt war ich noch nicht so glücklich. Aber okay, dann hätte ich jetzt gesagt, macht nichts. Geht's weiter? Da gibt es auch einen Quest. Wandern wir weiter nach Branica. Wie viel Uhr ist? 18 Uhr. Könnte knapp werden. Wie viel sind das? 300 Meter? Okay, na, das werden wir gerade noch schaffen. Also, Leute, ihr habt meine zurecht weiterhelfen können. Dann. Baranit. Es ist jetzt Branica? Baranica. Branica sind wir ja jetzt. Baranica, logischerweise. Gut. Auf geht's. Da ist die Frage, ob es nicht gescheiter ist, dass wir vielleicht, bevor wir da sind, eben noch campen, bevor wir dann ins Dorf kommen.
Macht eigentlich Sinn, weil es wäre zu spät. Mir geht dieser Leinsame nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt, wie man das. Irgendwo muss es ja dann eben Leine oder Flachs oder den Leinensamen muss es ja dann auch so zum Kaufen geben, oder? Das gibt's doch nicht. Wenn wir den brauchen, um eben den Flachs anzubauen. Na, findet man schon raus. Okay, wir sind in der Nähe vom Dorf. Wie viel Uhr ist denn? Ja, ich würde sagen, wir schlagen hier unser Nachtlager auf. Und schauen wir mal, sind wir weit genug weg? Ja, nein. Hier haben wir es, genau. Ja, dann zack. Wunderbar. Wirklich? Haben wir den was zum Grillen? Nehmen wir ein Stückchen Käse. Wunderbar, dann sind wir fit. Und ja, dunkel schlafen bis zum nächsten Tag. Jetzt. Gut. Immer noch Scheißwetter, aber 7 Uhr in der Früh, alles klar, dann geht's weiter ins Dorf. So, haben wir hier, das ist die Ziegenhändlerin, da haben wir zumindest ein paar Händler oder ein paar Leute sitzen hier auch rum, wunderbar. Norbert, grüß dich. Ach, du hast sowas? Okay, du bist... Ah, Heiltränke und so. Okay, spannend. Okay, leider keinen... Oder? Moment, Moment. Leinsamen, bisschen gesehen, gell? Hast du auch nicht? Okay. Ja, ja, für dich. Sonst gibt es ja auch niemanden. Es gibt ja auch keinen Gemüsehändler. Ja, so, komm mal. Be welcomed, Stranger. Kann ich dir bei was helfen? Trinkschlauch mit etwas Wasser. Okay, wollen wir den jetzt hergeben? Der ist echt teuer. Wir haben zwar einen, aber da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen geizig. Bei 170 Silberlinge, das ist für uns noch wahnsinnig viel Geld. Für das, dass ich... Du wirst ja dann den ganzen Schlauch haben, oder? Sie geht es im Moment nicht. Gut. Wir machen Folgendes. Ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle. Wir bleiben noch ein bisschen im Dorf. Dann werden wir beim nächsten Mal in Ruhe noch alle diese Leute hier mal checken, ob wir da jemanden brauchen können. Und dann... Ja, jetzt haben wir leider kein Obst. Jetzt echt blöd. Dann müsste man zuerst nach Borovo weiter wandern. Und dann nochmal nach oben. Ich glaube, in Borovo, wenn ich mich noch recht entsinne, gab es einen Gemüsehändler. Jetzt sind wir schon unterwegs. Jetzt ziehen wir das Ganze auch durch und schauen weiterhin, ob wir wirklich neue Dorfmitglieder. Da hocken jetzt einige rum. Vielleicht findet man da die passenden Leute. Machen wir dann beim nächsten Mal, weil das möchte ich schon mit Ruhe angehen und mir das überlegen. Ja, also, wir sind auf Reisen. Es macht immer wieder Spaß. Und werde mich dann auch nochmal informieren mit diesem Leinensamen. Also es ist ganz komisch, finde ich das, dass das irgendwie nicht gibt. Dass man den nicht kaufen kann irgendwo. Zumindest haben wir schon mal das mit dem Flachsding, dann können wir uns den ja eventuell sogar selber herstellen. Das wäre dann die letzte Möglichkeit. Danke fürs Zuschauen hier bei Medieval Dynasty, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war wahnsinnig nett, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für ein Like, ganz gemütlich, immer entspannt. Sonntag zurücklehnen, halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen zuschauen, ist besser als irgendeinen Schmarrn auf irgendwelchen Fernsehkanälen, wo nur Schmarrn kommt. Danke, sagt der DJ Nick. Merci. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.